Welcome to the revolution. Welcome to Formula One. Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Karrieremodus-Rennen hier auf meinem Kanal. Heute sind wir im siebten Lauf in Kanada auf der Ile de Notre Dame. Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade ihre letzten Vorbereitungen ab. Ja, wir sind in Q1. Wir sehen, es ist ein regnerisches Qualifying. Das bedeutet, vorsichtig sein, sehr vorsichtig sein, um genau zu sein. Denn so viele regnerische Qualifyings hatte ich hier in F1 2016 noch gar nicht, glaube ich. Ich überlege gerade. Oh, auf jeden Fall unter 5, würde ich mal sagen. Und ja, jetzt ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, denn ich will keineswegs wieder in Q1 ausscheiden. Ich hoffe, das gelingt hier. Wir sind auf unserer zweiten schnellen Runde. Die erste Runde war schon recht in Ordnung, muss ich sagen. Jetzt hänge ich noch eine zweite Runde dran. Wir haben lila unterlegte Zeit im ersten Sektor. Was gibt es Besonderes zu sagen zu dieser Strecke hier in Kanada? Der erste Grand Prix wurde im Jahr 1978 abgehalten. Es gibt im Renntrim insgesamt 70 Runden, wenn man 100% fährt, logischerweise. Die Circuit-Länge, also die Länge des Kurses, beträgt 4,361 Kilometer, die Renndistanz 305,27 und der Rundenrekord wurde 2002 von Rubens Barrichello mit einer 1:13.622 gesetzt, damals noch mit deutlich mehr Zylindern im Heck. Was lässt sich grob zu der Charakteristik dieses Kurses hier jetzt sagen? Ich würde sagen, es ist definitiv ein Hochgeschwindigkeitskurs. Wir sehen es hier, wir sind im letzten Sektor, wir haben hier insgesamt zwei recht lange Geraden, wir sind auf der längsten Geraden dieses Kurses hier. Da geht es wirklich nur geradeaus, Power ist gefragt, dann hier diese Rechts-Links-Kombination am Ende des dritten Sektors. Die ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, vor allem im Regen, weil man da, wenn man da ein bisschen zu hart drüber räubert, gut mal ausbrechen kann. Und dann ist die Runde eigentlich, ja, futsch, muss man sagen. In diesem Fall hat es eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben die Linkskurve ein bisschen geschnitten, ganz leicht. Aber ich denke, im Groben und Ganzen geht das in Ordnung. Wir sind auf P1 momentan. Es sieht wirklich gut aus bisher. Also ich bin echt überrascht. Wir haben die Bots immer noch auf Legende. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich bald, ich sag euch noch nicht wann, aber auf jeden Fall bald, werde ich auf Ultimativ stellen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Jetzt momentan erstmal noch Legende. Ich war eben stehen geblieben bei einem Hochgeschwindigkeitskurs. Das hier ist ein Hochgeschwindigkeitskurs, vor allem wegen dem dritten Sektor, aber auch im Mittelsektor haben wir eine recht lange Gerade. Dann geht es ja rechts, links und dann wieder auf eine kurze Gerade, da wo man dann quasi den zweiten Sektor beendet und dann in den dritten Sektor einfährt. Also im Groben und Ganzen gibt es hier schon recht lange Geraden hier auf der Insel in Montreal und deswegen auch ein Hochgeschwindigkeitskurs. Theoretisch müsste man hier einen sehr flachen Flügel fahren, aber wir wissen ja, hier in F1 2016 braucht man tendenziell eher einen höheren Flügel. Wir sind inzwischen in Q2 angekommen, wir sehen, die Wolken haben sich gelichtet, es ist jetzt langsam aber sicher strahlender Sonnenschein. Und ja, bisher sieht es aber noch nicht so gut aus, denn im Trockenen scheinen wir wirklich nicht so eine gute Pace zu haben wie eben noch im Regen. Wir sind jetzt zwar auf den Ultrasoft-Reifen, aber wir sehen, wir sind momentan noch auf P13, jetzt sogar auf P14. Und wir haben jetzt nur noch wenige Minuten zu fahren hier beim großen Preis von Kanada im Qualifying. Und wenn es hier nicht mehr reichen sollte, dann wäre das wirklich sehr, sehr enttäuschend, denn ich hatte mir eigentlich hier für dieses Rennen in Montreal eine viel bessere Platzierung ausgemalt, weil ich die Strecke eigentlich recht gut leiden kann. Wir sind auf der letzten Geraden. Die Frage wird sein, wo bleibt unsere Zeit stehen? Für welchen Sprung wird es reichen? Kommen wir überhaupt unter die Top 10? Komm, zieh dran, Junge. Ja, wir kommen unter die Top 10, aber nur knapp. Wir sind eine Sekunde hinter Platz 1. Das wird nochmal eine richtig enge Kiste, denn wir bremsen ab und wir sehen, das wird jetzt die letzte Runde gewesen sein, die wir hier setzen. Wir sind schon auf P9 zurückgereicht worden. Jetzt müssen wir Daumen drücken, damit es reicht am Ende. P10, wenn sich jetzt noch ein einziger verbessert, sind wir draußen hier in Q2. Aber es reicht, es hat gereicht. Platz 10 hier im zweiten Qualifying vom großen Preis von Kanada. Mann, 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 das war wirklich eine richtig enge Geschichte. Eine Sekunde hat uns da gefehlt. Wir sehen, das Feld zwischen 1 und 10 ist wirklich sehr, sehr eng beieinander. Wieder das Schlusslicht, eine Sekunde hinter Hamilton, der auf der 1 ist mit einer 1:13.1. Ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Das kann auch schnell mal in die Hose gehen. Wir sind in Q3. Jetzt geht es darum, sich unter den Top 10 zu qualifizieren, beziehungsweise einen Startplatz auszumachen unter den Top 10.
hier ersten Sektor wirklich sehr gut getroffen, muss ich sagen. Und wir sind 1,67 langsamer als die vorläufige Pole Position von Lewis Hamilton im ersten Sektor. Also das kann sich sehen lassen. Die Runde war bisher eigentlich recht gut. Jetzt wird die Frage sein, wie wir jetzt hier aus dieser Rechts-Links-Kurve Mittelsektor kommen. Aber auch kein querstehendes Auto. Das sah alles recht sauber aus. Wo bleibt die Zeit im zweiten Sektor stehen? Und wir haben Rückstand. 4,84, also fast eine halbe Sekunde auf Lewis Hamilton auf der 1. Mann, der holt wirklich richtig Zeit aus, vor allem hier im Mittelsektor, also unglaublich. Da sieht man definitiv, dass der Mercedes ja doch schon deutlich mehr Leistung hat. Die Frage wird sein, wie der Zeitunterschied jetzt hier im letzten Sektor sein wird. Hier sehr aggressiv über diese letzte Kurve gefahren, damit man wirklich so wenig Speed wie möglich verliert. Und wo bleibt die Zeit stehen? Und es ist eine 1.13.4, da haben wir im letzten Sektor nochmal aufgeholt. Wahrscheinlich, weil wir ein bisschen aggressiv durch die... Ja, wir haben lila unterlegte Zeit im letzten Sektor, weil wir sehr aggressiv die letzte Kurve genommen haben. Ja, das reicht dann vorerst für Platz 3. Die Runde war eigentlich sehr zufriedenstellend, muss ich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so viel Zeit liegen lassen habe. Vielleicht im Mittelsektor die eine oder andere Zehntelsekunde. Aber im Groben und Ganzen können wir zufrieden sein mit dieser Runde. Wir sehen, wir haben den Ultrasoft-Reifen angefahren, den anderen auch und den anderen auch. Also drei angefahrene Ultrasoft-Reifen. Jetzt könnten wir theoretisch noch mit den Supersofts rausgehen. Aber ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Denn eigentlich müssen die Ultrasoft-Reifen schneller sein. Und ja, es ist so geblieben. Wir sind auf P3. Wir haben eine halbe Sekunde Rückstand fast auf Lewis Hamilton, der deutlich vor Nico Rosberg ist. Also Hamilton wieder in einer eigenen Liga hier und heute beim Großen Preis von Kanada. Und ja, ich denke, es wird ein richtig spannendes Rennen. Denn Platz 3, das kann sich definitiv sehen lassen. Vielleicht machen wir hier den Vettel von dieser Saison in 2016 in der Reality, denn der Vettel ist ja dann von, war P3 oder P2, ist auf jeden Fall direkt dann auf P1 gekommen nach dem Start, soweit ich mich erinnere. Und das war wirklich richtig krass. Vielleicht können wir das ja nachmachen. Pascal Wehrlein, Gutierrez und Magnus. Markus Eriksson und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Ja, wir haben uns die Startaufstellung angeguckt. Es geht jetzt direkt los mit dem Großen Preis von Kanada hier in Montreal. Die Ampel schaltet sich ein und sie geht aus. Der Große Preis von Kanada beginnt. Wir haben 18 Runden vor uns. Wir sehen Rosberg mit einem sehr schlechten Start. Ist aber auch auf den Supersoft-Reifen, nicht auf den Ultrasoft-Reifen. Und den können wir direkt mal kassieren. Wird auch direkt kassiert von Sebastian Vettel. Wir sind direkt dran an Lewis Hamilton. Haben eine Position gut gemacht. Hier sehen wir nochmal die Startwiederholung. Oh, der Red Bull da innen über das Gras berührt da ganz leicht den Ferrari. Auf jeden Fall nicht so optimal von Rosberg der Start, muss man wirklich sagen. Und das Safety Car kommt auf die Strecke. Was ist denn da jetzt passiert? Ach du meine Güte. Ist das eine Katastrophe? Ja. Ja, das passiert, wenn Bots in F1 2016 crashen. Ja. Sie wissen sich da nicht mehr zu helfen, lenken irgendwie hektisch nach rechts und links, bleiben dann stehen und ja, dann kommt es zu einer Safety-Car-Phase. Spielt uns natürlich ein bisschen in die Karten, denn wir können jetzt Benzin schonen, beziehungsweise Benzin sparen und Reifen schonen. Und dann möglicherweise mit diesen Ultrasoft-Reifen im ersten Stint ein bisschen länger draus bleiben. Ja, bleib hinter Hamilton, das weiß ich auch. Wir können festhalten, insgesamt sehr turbulente Anfangsphase hier beim Großen Preis von Kanada. Wir haben direkt eine Safety-Car-Phase, wir haben direkt einen Platz gewonnen gegenüber Nico Rosberg, der auf den Supersoft-Reifen gestartet ist. Vettel ist momentan hinter uns, Hamilton immer noch auf der 1. Und ja, ich bin gespannt, wie lange das Safety-Car jetzt draußen bleiben wird. Wir sehen unten rechts auf der Anzeige, 1,97 Runden Benzin haben wir inzwischen. Also plus 1,97 Runden, hätten wir insgesamt nur 1,97 Runden Benzin, dann würden wir, glaube ich, nicht weit kommen. Das bedeutet, wir können jetzt gleich ein bisschen mit Fett fahren, das ist definitiv eine gute Sache. Ich habe schon gemerkt, hier vor allem im Karrieremodus macht das schon einen riesigen Unterschied, wenn man auf Fett fährt und wenn man auf Standard fährt, also es macht schon einen krassen Unterschied. Wir sehen, sobald wir versuchen, Hamilton zu überholen, kommt direkt die rote Anzeige, die uns sagt, dass wir uns wieder nach hinten fallen lassen sollen. Das war im Multiplayer definitiv schon mal anders. Es kam ja jetzt der Patch 1.5.0 raus, der dann die ganzen Sachen nochmal verändert hat. Da war es so, genau. Ich bin ein Online-Rennen gefahren und dann gab es eine Safety-Car-Phase. Und dann habe ich jemanden überholt und dann kam diese rote Anzeige nicht.
Naja, wie dem auch sei, Safety Car fährt los, Geschwindigkeit halten. Das bedeutet, Safety Car kommt jetzt in dieser Runde rein. Wir sehen, Hamilton ist wirklich ultra langsam. Also das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Ja, komm Junge, fahr doch jetzt los. Ich weiß gar nicht, ob man das darf, neben dem führenden herfahren oder ob man wirklich dahinter sein muss. Ich glaube, man muss sogar dahinter sein in der Reality. Wir sehen, Hamilton bremst wirklich sehr, sehr früh. Oh, da hatten wir wirklich einen sehr, sehr schlechten Ausgang hier jetzt aus dieser Kurve. Vettel könnte direkt einen Angriff starten jetzt hier am Ende der Safety-Car-Phase. Aber es reicht noch nicht für Vettel. Tja, den Safety-Car-Start haben wir definitiv mal verpasst. Lag natürlich jetzt an dieser letzten Kurve, die wir da wirklich sehr, sehr beschissen genommen haben. Also, da hat dann direkt, ja, da hat man es eigentlich direkt gesehen. Hamilton ist dann sofort direkt richtig weit weggezogen und Vettel war direkt dran. Also, man muss hier wirklich so genau fahren, um wirklich keine Gefahr zu laufen, attackiert zu werden, wie jetzt hier von Sebastian Vettel. Und da machen wir wirklich sehr, sehr brutal die Tür zu. Aber ich meine, er war noch nicht wirklich neben uns. Das wäre wirklich ein Harakiri-Manöver gewesen, wenn er da reingehalten hätte. Insofern war das ein faires, aber hartes Verteidigen meinerseits, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir jetzt ein bisschen aufschließen könnten auf Lewis Hamilton und dann von dem Windschatten profitieren können oder vom DRS. Denn ja, das ist eigentlich so das Einzige, was uns hier ein bisschen mitzieht. Denn in der Rennpace waren wir doch schon insgesamt ein bisschen langsamer als die Bots, muss man sagen. Wir sehen Hamilton und Vettel jetzt an die Box gekommen. Also meiner Meinung nach ein bisschen früh, denn wir dürfen nicht vergessen, wir hatten die Safety-Car-Phase. Da haben wir Benzin gespart und vor allem Reifen gespart. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir jetzt mit, ja, weniger abgenutzten Reifen, die dann unter normalen Rennbedingungen quasi mehr abgenutzt werden, hier weiterfahren können. Hamilton und Vettel waren an der Box, haben sich jetzt schon für die wahrscheinlich rote Mischung entschieden, die Rosberg momentan noch drauf hat. Und ich denke, dass das eine Fehlentscheidung gewesen sein kann. Fahren die schnellste Runde des Rennens in Runde 6 von 18. Das zeigt uns definitiv an, dass die lilanen Reifen absolut noch funktionieren. Also es gab noch gar keinen Grund hier zu wechseln. Wir sehen Rosberg jetzt auch an die Box gegangen, obwohl der die rote Mischung drauf hatte. Der müsste eigentlich noch deutlich länger fahren. Also das verwundert mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Ah, Raikön ist auf den gelben Reifen. Vielleicht wechseln die auch alle auf die gelben Reifen. Das wäre natürlich eine Erklärung für diese ganze Sache, weil die da mit den gelben Reifen dann den längeren Stint machen wollen. Aber wenn man sich überlegt, Rosberg ist in Runde 6 an die Box gekommen, hatte die roten drauf und der kann ja jetzt nicht 12 Runden mit den lilanen fahren. Also eigentlich müsste Rosberg jetzt auch auf den gelben sein. Ich hatte eigentlich vor, jetzt gleich auf die rote Mischung zu gehen, die Rosberg eben drauf hatte. Also das könnte nochmal eng werden. Vielleicht verkalkuliere ich mich da auch und am Ende des Rennens bekomme ich dann richtige Probleme mit meinen Reifen. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall unten rechts, wir sehen es noch, deutlich positiven Sprit. Wir können jetzt noch ein paar Runden fett hier reinballern. Aber jetzt am Ende der 7. Runde gehen wir auch an die Box. Und werden jetzt wechseln auf die roten Reifen, meine ich. Oder nee. Nee, auf die gelben Reifen. Sorry. Auf die gelben Reifen. Wir haben es ja eben rechts unten gesehen. Ja gut, dann habe ich ja eben auch ein bisschen Scheiße gelabert, ne? Weil dann eigentlich ist es dann ja normal, dass die Leute auf die gelben Reifen wechseln. Da verstehe ich aber nicht, warum Rosberg dann mit den roten gestartet ist, wenn man eh eigentlich die gelben verwenden muss. Weil hätte er direkt die Ultrasofts nehmen können, die lilanen, und dann auf die gelben wechseln können, so wie alle eigentlich. Das hat dann irgendwie nicht so viel Sinn gemacht. Es hätte Sinn gemacht, wenn Rosberg auf rot gestartet wäre und dann auf Ultrasoft gewechselt hätte. Aber das hat er ja offensichtlich nicht getan. Von daher, ja, war es einfach eine schlechte Strategie von Mercedes, würde ich einfach mal behaupten. Wir sehen, wir sind rausgekommen hinter Hamilton auf der 9, hinter uns Felipe Nasser. Ist echt verwirrend, Felipe Nasser und Felipe Massa. Der heißt doch Felipe Nasser, oder? Ja, ich meine schon. Ja, also das bedeutet, im Fernduell haben wir jetzt gegen Hamilton doch noch den kürzeren gezogen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir mit den zwei Runden länger, die wir draußen geblieben sind, mit den lilanen Reifen, da wo wir auch die schnellste Runde gefahren sind, dass wir den Hamilton dann im Fernduell überholt hätten. Aber scheint offensichtlich nicht so gewesen zu sein. Wir sehen Rosberg jetzt hinter uns auf den gelben Reifen. Also rot gestartet, gelb dann gewechselt, wie ich eben schon gesagt habe. Wir sehen, Hamilton wird ein bisschen aufgehalten von dem Fahrer vor ihm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das ist. Ich habe das jetzt nicht erkennen können. Wir sehen, es sind einige Leute in der Box. Wir kassieren wieder
eine Position. Wir sehen, Gutierrez und Magnussen sind vor uns, dahinter dann Hamilton. Und ja, wir sehen, wir kommen wirklich richtig gut ran an Hamilton, der gerade ein bisschen aufgehalten wird von Kevin Magnussen. Oh ja, das sieht wirklich richtig gut aus. Jetzt haben wir definitiv schon Windschatten. Also wir sind insgesamt unter dem Strich ein bisschen näher rangekommen nach unserer Boxenausfahrt. Im Vergleich zu der Boxeneinfahrt, da war Hamilton ja schon ja mindestens so 2,5 Sekunden vor uns. Jetzt ist der Abstand definitiv kleiner als eine Sekunde. Und jetzt sehen wir einen Angriff von Hamilton gegen Kevin Magnussen. Oh, wow, wow. Alter Schwede, der Magnussen lässt aber sehr, sehr wenig Platz. Schauen wir uns die ganze Sache hier nochmal aus der Vogelperspektive bzw. der Nasenperspektive an. Und da sehen wir, wir bremsen rein gegen Kevin Magnussen und überholen ihn da, sind direkt dran an Hamilton, berühren ihn ganz leicht hinten am Heck. Und jetzt haben wir definitiv DRS, können jetzt hier vielleicht am Ende der DRS-Zone einen Angriff gegen Hamilton fahren. Die Frage wird sein, ob wir genug Topspeed haben, und es sieht wirklich so aus. Reicht das hier für das Überholmanöver? Ja, mit dem besseren Reifen können wir deutlich später bremsen und haben dann auch super Grip hier in dieser Rechts-Links-Kombination und haben ein super Manöver gegen Hamilton gefahren. Absolut klasse. Momentan sind wir dann jetzt im Fernduell auf der 1. Wir sehen, Verlaine ist momentan noch vor uns, war aber noch nicht an der Box. Ist jetzt gerade mal die 10. Runde am Fahren mit den Soft-Reifen. Also unglaublich, wie lange die halten. Ja, oder vielleicht halten sie auch gar nicht mehr. Vielleicht kackt er jetzt auch richtig ab und wir holen ihn jetzt innerhalb von einem Sektor ein. Das kann natürlich auch sein. 10 Runden mit den gelben Reifen, das erscheint mir doch eigentlich noch recht realistisch. Ich meine, wir sind ja auch in Runde 8 an die Box gekommen und müssen dann demzufolge nach 10 Runden hier abhalten auf den gelben Reifen. Wir sehen, wir haben immer noch gut Sprit auf der hohen Kante, können hier, wenn wir es brauchen, ein bisschen zusätzliche Leistung abrufen gegenüber Hamilton, der jetzt hier nochmal einen Angriff starten wird vor der Haarnadelkurve. Aber das reicht nicht, Hamilton ist außen und Rosberg schlüpft durch. Rosberg überholt Hamilton hier in der Haarnadelkurve, nachdem Hamilton vergeblich versucht hat, uns zu überholen. Jetzt hier nochmal die beiden Mercedes in einem sehr, sehr engen Duell, fahren Seite an Seite in diese letzte Kurve rein und verlieren da doch schon ordentlich Zeit, denn ja, das war wirklich ein bisschen zu eng, ehrlich gesagt. Ach du meine Güte, im Groben und Ganzen spielt uns das natürlich alles sehr in die Karten. Wir sehen, Verlaine hält uns jetzt aber auch ein bisschen auf. Also ich denke, den Vorsprung, den wir jetzt hier durch dieses kleine Duell zwischen Rosberg und Hamilton generiert haben, verlieren wir jetzt wieder, wenn wir jetzt nicht schnell an Pascal Wehrlein vorbeikommen. Aber das hat hier auch geklappt am Ende der Start- und Zielgeraden. Auch ein sehr enges Manöver, weil Wehrlein dann auf einmal nach rechts gezogen ist, aber es hat gereicht. Wir sind inzwischen schon im letzten Drittel des Rennens angekommen. Wir sehen, die letzten Nachzügler sind jetzt auch an die Box gekommen. Jetzt hat sich das Feld langsam aber sicher wieder bereinigt. Bestzeit immer noch bei 1:14,7. Wir sehen Rosberg immer noch auf der 2, Hamilton auf der 3, aber jetzt, da wo sich das alles so ein bisschen eingependelt hat, kommen die Mercedes allmählich wieder näher. Es wird wirklich richtig eng nochmal gegen Ende des Rennens, denn ich habe so das Gefühl, dass jetzt hier in Runde 16 von 18 Rosberg noch einmal einen Angriff starten wird. Wir fahren Kampflinie. Rosberg überholt uns am Ende der DRS-Gran und Hamilton fährt uns leicht hinten drauf. Wir haben diesen Schubser gerade gesehen. Ach du meine Güte, Hamilton bremst da wirklich ein bisschen zu spät. Aber wir haben da eigentlich auch auf letzter Rille gebremst. Also hätten wir da ein bisschen später gebremst, wären wir in den Rosberg reingefahren. Wir sehen, Hamilton hat uns da ein bisschen leicht berührt. Und jetzt hier vielleicht nochmal mit dem Konter auf der Start- und Zielgeraden. Nein, es hat noch nicht mit dem Konter gereicht. 2 Runden vor Schluss kommt da der Rosberg angeschissen und überholt uns hier noch. Das gibt es gar nicht. Wir sehen, wir sind langsam auch schon auf Sparflamme mit dem Benzin. Wir haben jetzt noch 0,26 Runden Fett bzw. Plus gemischt. Das bedeutet, wir können jetzt noch ein bisschen Fett fahren. Wichtig wird sein, dass wir jetzt am Ende dieser Runde und vor allem am Ende der nächsten Runde, der letzten Runde, dran sind an Rosberg, damit wir unter Umständen, wenn das möglich ist, nochmal einen Angriff starten können, am besten in der DRS-Zone am Ende. Wir sehen, wir sind jetzt in Runde 18 von 18, es ist die letzte Runde dieses großen Preises von Kanada. Wir sind immer noch dran an Rosberg, der sich seinerseits jetzt hier verteidigen muss im DRS-Fenster. Wir sind weniger als eine Sekunde dran an Rosberg. Wir werden jetzt DRS aktivieren. Hier auf der letzten Geraden hier nochmal einen guten Exit haben. Kein querstehendes Auto. Nein, hatten wir nicht. Jetzt heißt es nur noch Sprintduell, Windschatten, DRS. Reicht es jetzt hier für das Überholmanöver gegen Nico Rosberg? Es ist die letzte Runde. Wir sind auf der vorletzten Geraden. Danach kommt noch die Rechts-Links-Kurve. Es ist der Angriff gegen Nico Rosberg. Wir fahren durch die letzte Schikane.
Nico Rosberg hat jetzt hier nochmal vielleicht eine Chance anzugreifen, aber das wird nicht mehr reichen, glaube ich. Ich glaube, es reicht für den Rennsieg und es reicht für den Rennsieg. Es ist der Rennsieg hier beim Großen Preis von Kanada. Auf den letzten paar Metern holen wir uns die geklaute Führung von Nico Rosberg 2 Runden vor Schluss wieder zurück. Unglaubliches Finale, finde ich persönlich. Absolut grandios. Oh, das hat uns auf jeden Fall gefehlt, diese Podiumsmusik, diese Podiumsluft, diese richtig dicke Punkterennen nach unseren 3 neunten Plätzen in den vergangenen 3 Rennen. Also das war ja wirklich ein bisschen mittelmäßig bis mau. Wobei ich sagen muss, die Aufholjagd in Monaco, die war natürlich super. Aber jetzt hier der Rennsieg in Kanada, das ist wirklich super, fantastisch. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Rennen. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst definitiv einen Daumen nach oben, da würde mich wirklich sehr freuen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas zu sagen habt zu diesem Rennen. Wir schauen uns hier nochmal kurz die Ergebnisse dieses Rennens an. Wir sehen Rosberg auf der 2, Hamilton auf der 3, Raikkonen auf der 4, Verstappen auf der 5, Grosjean im Haas auf der 6, Vettel auf der 7. Also im Groben und Ganzen würde ich sagen, dass die Strategie von uns doch im Endeffekt ein bisschen besser war. Wir hatten, ich denke mal, wahrscheinlich am Ende die besseren Reifen gegenüber den Mercedes. Rosberg eigentlich mit einer sehr verkackten Strategie, denn er ist ja auf den roten Reifen gestartet. Also das hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn gemacht. Hamilton auf der 3 und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Rennen. Bis dahin, macht's gut und ciao. Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.